Hallo und herzlich willkommen bei Silver Woman. Sommer, Sonne, Öl. Immer wenn es so besonders warm ist, habe ich das Bedürfnis, meine Haut mit Öl zu pflegen. Und da gibt es so tolle Öle, dass ich dir heute davon berichten möchte, was ich im Sommer am liebsten als Hautpflegeroutine unternehme. Du weißt, wenn du mir schon länger folgst, dass ich das Lomi-Öl, dieses Lomi Hawaii von Kurland, liebe über alles. Da habe ich auch schon, ich weiß nicht, ich glaube 3 so große Flaschen aufgebraucht, weil das nehme ich immer mit in die Sauna zusammen mit unserer Maske. Und das geht gar nicht ohne. Also kein Saunabesuch ohne diese beiden Produkte. Und dann stehe ich vor der Sauna da und öle meinen Körper und nehme die Maske ganz dick. Und diese Kombination finde ich einfach herrlich. Und nach einem Tag fühlt sich meine Haut an, als wäre sie, ja, Babyhaut. Einfach nur klasse. Und die anderen Öle von Kurland, die habe ich jetzt auch nacheinander durchgetestet und kann einfach nur sagen, wow, warum kenne ich diese Produkte nicht schon länger? Aber besser jetzt als gar nicht. Unsere Kühlungstücher gehen jetzt im Sommer durch die Decke und falls du die noch nicht kennst, bitte unbedingt den Film anschauen, der unter dem Produkt ist bei makeupcoach.com. Kühlungshandtücher nass machen, ausfringen, zwischendurch einfach mal durch die Luft schleudern und du hast deine Klimaanlage bei dir. Aber was auch noch gut kühlt, das ist das Öl Freeze. Gibt es in den kleinen und aber auch in großen Flaschen. Aber ich finde, besser so kleine Flaschen nehmen und die dann zügig aufbrauchen, als wenn die dann so lange rumdümpeln. Jetzt gucke ich gerade, 75 ml. Also, wenn ich so mache, dann liegt das daran, dass ich meine Brille nicht auf der Nase habe. Freeze. Das Öl Freeze begleitet mich auch schon seit 2 Jahren. Nehme ich auch im Sommer mit in die Sauna. Und zwar in so kleinen Labordosen, die wir haben. Ne? Fülle ich ab, zeige ich auch gleich nochmal. Und dieses Freeze, das gaukelt uns etwas vor, weil das hat ätherische Öle und es riecht so pfefferminzig, Eukalyptus die Richtung. Also alles das, was die Nase frei macht. Und das mogelt die Kälterezeptoren. Also du kennst das, wenn du in irgendwas beißt, wo Chili drin ist. Hast du das Gefühl, du hast Feuer im Mund, das wird richtig, richtig warm. Und beim Freeze ist es genau andersrum. Das gaukelt uns die Kälterezeptoren vor, dass es kalt ist. Das heißt, wenn du im Sommer richtig schwitzt und du Kühlung suchst, dann nimmst du das Freeze, zum Beispiel auch hier so ein bisschen auf die Schläfen. Bitte nicht in die Nähe der Augen bringen, also hier schon ein wenig aufpassen. Und dann reibst du damit ein bisschen Hals ein, hier in den Ellenbogen, Innenseiten. Und dann wirst du eine tolle Kühlung erfahren damit. Und die Kombination zwischen unseren Kühlungstüchern und dem Freeze ist das Beste, womit du dich im Sommer erfrischen und abkühlen kannst und auch die Abkühlung ein Weilchen halten kannst, bis du dann dein Tuch wieder durch die Luft schleuderst und innerhalb von Sekunden ist es dann wieder kalt. Und das auf dieser geölten Haut mit dem Freeze, Hammer. Probier das unbedingt aus, wenn du unter der Hitze leidest und ne, du klebst und denkst, boah, alles fies. Freeze zusammen mit den Kühlungshandtüchern. Hammer. Wer sagt, ah, ich mag so ein bisschen weicher, so ein bisschen romantischer, der nimmt das Sunset. Ja, der Sonnenuntergang riecht unbeschreiblich so einfach nach Sonnenuntergang. Fruchtig, tropisch, Kokos, wenn du Kokos magst, oder auch Orange. Habe ich schon wieder auf die Seite gestellt. Alles in diesen 75 Milliliter Flaschen. Wer Rose liebt, Red Roses. Rose ist nicht so mein Ding, aber Red Roses, weiß ich, ist einer der Bestseller, weil ganz, ganz viele Frauen diesen sanften, weichen Rosenduft lieben. Anti-Aging.
wer mit Winkelärmchen zu tun hat oder mit beginnender Zellulite, zum Beispiel so Oberschenkel und so. Ne? Ich gebe davon mal so ein bisschen hier auf meinen Arm. Und das riecht etwas, ich will jetzt nicht sagen medizinisch, aber ja, so wie im Wald. Lässt sich für mich schlecht beschreiben, aber es ist einfach, wo man merkt, da findet was mit der Durchblutung statt. Da sind also auch wieder, ich finde, es riecht so ein bisschen Richtung Kiefernwald. Also da wird sich was tun in der Haut bei diesem Anti-Aging-Öl. Und mein zweitliebstes Öl nach dem Lomi Hawaii, das habe ich aber jetzt leider in der Wohnung, weil das kann ich gar nicht mehr aus den Fingern geben. Das ist Mango Citrus. Das ist nach dem Lomi-Öl jetzt mein Zweitlieblingsöl. Und das riecht einfach wie ein Früchtekorb in der Südsee. Hört sich kitschig an, aber genau so riecht es oder duftet es. Und wenn ich unterwegs bin, dann fülle ich mir das, wie gesagt, in diesen Labordosen ab. Die sind ja dicht. Und hier kannst du sehen, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, dann habe ich zweimal das Lomi-Öl dabei und meistens auch nochmal ein großes. Das sind also jetzt diese Öle, die ich gezeigt habe, nochmal abgepackt in diesen kleinen Dosen. So nehme ich das mit in Urlaub und die Maske, die fülle ich mir dann auch in ein größeres Pöttchen. Und tatsächlich habe ich sogar, weil ich hatte es nämlich jetzt im Urlaub auch mit dabei, das Lomi-Öl in der großen Dose. Also das ist meine Saunabasis. Und die anderen Öle, die nehme ich halt gerne mal, weil ich auch die Abwechslung liebe. Und dieses Mango-Zitrus, oh, Hammer. Aber Freeze, ne? Freeze unbedingt für den Sommer. Also wenn dir die Suppe läuft und du nimmst Freeze, das ist wie so ein Mentholbonbon im Mund. Ne? Dann meinst du ja auch, boah, die Frische überflutet dich. Das geht richtig durch die Nase. Und Freeze-Öl auf der Haut, das bringt dich in den Kühlschrank im Sommer. Nein, natürlich nicht. Also es ist nicht unangenehm, sondern es ist einfach nur ganz toll. Und dann mit den Kühlungstüchern kann man ja auch, ne, hier so um die Stirn binden damit oder ums Handgelenk. Probier es aus. Klasse. Ich liebe es und möchte diese Tipps dann halt immer weitergeben. Also Freeze jetzt im Sommer und die ganzen anderen Öle, ne? Verwöhne dich damit einfach. Also ich tue das, ich bestelle mir das so alle 2 Jahre. In 2 Jahren sollte man es dann auch aufgebraucht haben. Mein Lomi-Öl, die große Flasche, ach, die ist nach einem Dreivierteljahr weg. Ne? Und bei Kurland, ich bestelle es immer wieder gerne, weil toll, einfach tolle, ehrliche Produkte. Und auch in diesen Glasflaschen, ne? In diesen braunen Glasflaschen ist das sehr schön geschützt. Nun kann man die nicht gut mit in den Urlaub nehmen. Die sind schwer. Dafür kannst du es dir ja dann in den Labordosen abfüllen. Und dann hast du dein Wohlfühlprodukt dabei. Und gerade im Sommer kennst du vielleicht so auf den Schienenbeinen, ne? Wenn sich das dann so schnell schuppt, passiert alles nicht mit diesem Öl. Also ich reibe hier, ich reibe da, ich reibe da, ich reibe mir die Unterschenkel ein und fühle mich damit einfach nur pudelwohl und ich liebe sie. Gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Düfte, aber das ist so mein Favoritencocktail, wo ich sage, im Sommer geht es nicht ohne. Im Winter mache ich das eher weniger, da habe ich nur mein Lomi-Öl, aber im Sommer immer mal wieder ein anderes Öl und dann so, oh, die Haut, die duftet ja dann auch so, ne, und so. Und jetzt auch dieses Anti-Aging, ja, das riecht auch wie eine Kneipp-Sauna-Anwendung, also einfach nur gut. Orange, Rose, Zitrus, was magst du? Schreib doch mal unten rein und vielleicht hast du schon Erfahrungen mit diesen Ölen, würde uns dann auch interessieren. Ja, das ist meine Empfehlung für den Sommer. Kühlungstuch, wo ist es? Und Freeze.